So, meine lieben Angelfreunde, jetzt sind wir an der Ostsee und wir wollen euch natürlich wieder mit einem kleinen Film teilhaben lassen an unserem Abenteuer. So, meine Lieben, jetzt möchte ich ein wenig auf die Rückmeldung aus euren Reihen reagieren und mal eine Frage beantworten. Die lautete: Wie ist es mit der Köderführung? Als Köder für unsere Silberbarren kommen beim Spinnfischen grundsätzlich Meerforellenblinker zum Einhängen oder Inliner-Montage zum Einsatz. Genau wie auf Dorsch und Hornhecht auch. Als Zielfische definieren wir einmal Meerforelle, Dorsch und Hornhecht. Für den Dorsch könnte man sagen, man verwendet hier eher schwerere Blinker bis 25 Gramm, da die Fische in der Regel nicht in Oberflächennähe, sondern am Grund und in strömungsreicheren Bereichen zu finden sind und dort jagen. Einfach ruhig mit geringem Tempo einkurbeln und ab und an einen Spinstop einbauen, damit die Köder mal attraktiv in Grundnähe trudeln. Wenn ein Dorsch beißt, merkt ihr das schnell. Dorsche sind kräftige Fische, kämpfen sehr intensiv und versuchen meist in Richtung Grund zu flüchten, was durch scharfkantige Muscheln problematisch sein kann. Also, mit nicht so fester Bremse, aber trotzdem zielgerichtet herandrillen ist angesagt. Bei der Meerforelle würde ich sagen, dass die Köder eigentlich eher leichter sind, 10 bis 20 Gramm vielleicht, abhängig von den Umgebungsbedingungen natürlich. Topköder ist sicher ein guter Inliner, der weit fliegt, leicht ist und im Wasser mit einem Spinstop sein volles Reizpotenzial durch Eigendrehung um die Längsachse ausspielt. Häufig spürt man, wie Meerforellen den Köder beim Ankurbeln anstupsen und testen. Das merkt ihr durch so einen kleinen Schlag. In dem Moment einen kleinen Spinstop einbauen und häufig packt die Forelle dann nach dem Ankurbeln nach ein, zwei Kurbelumdrehungen fest zu. Probiert schnellen oder langsamen Einzug aus. Manchmal wollen sie auch noch aktiver jagen. Stichwort: rudert schneller, der Chef will Wasserski fahren. Die Bremse muss fein eingestellt sein, da sich die Eindringstelle des Hakens am Kopf durch das ständige Schütteln der Mefo sonst erweitert. Der Haken dann eben aus diesem Loch herausgleitet, dann verliert ihr den Fisch. Also gebt ihm lieber viel Schnur und lasst ihn dann müde werden. Auf Hornhecht ist es noch ein bisschen einfacher. Hornhechte greifen Köder, ich sage mal, die bis 15 Gramm schwer sind und sind sehr quirlig. Die wollen einfach jagen. Das heißt, hier kurbeln wir einfach ein, durchaus auch in hohem Tempo, Bremse fein einstellen und kleine Haken benutzen, die auch ins Maul passen. Natürlich bestätigen Ausnahmen immer alle Regeln und wer fängt, hat sowieso immer recht. Einen großen Einfluss auf die Köderwahl sollten also die Bedingungen vor Ort auch nehmen. Gibt es Strömung? Ist die Welle hoch? Gibt es viel Wind? Es ist klar, dass ihr bei einer ordentlichen Brise von vorn nicht mit einem 10 Gramm Köder versucht, die 10 Meter zu überbieten. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt auch Leute, die fangen genau da dann ihre Fische. Zudem, etwas Glück gehört auch dazu und die besten Beißzeiten der Fische kennt niemand, außer die Fische selber. Also ran ans Wasser, macht eure Erfahrung und viel Glück. Danke fürs Zuschauen. Ciao.